Das war die Erkennungsmelodie für meine Mitmachbewegungsvideos und ich begrüße euch zu meinem 43. Bewegungs-Mitmach-Mitsing-Tralala-Video. Der kurze Blick zum Wetter sagt mir, heute ist richtiges Kuddel-Muddel-Wetter, so sagt man hier in Norddeutschland. Ja, was kommt heute auf euch zu? Vieles, was ihr schon kennt. Zunächst das Begrüßungslied. Dann singe ich euch ein Lied über einen tollen Baum. Ihr wisst ja, Bäume, die wachsen lange und stehen lange auf einem Fleck und kriegen so einiges mit, was um sie herum passiert. Dann stelle ich euch ein tolles, alteingesessenes Liederbuch vor. Danach kommt ein Bewegungslied, wie immer. Dann ein Klassiker, der ist heute nochmal ein Laternenlied. Abends, wenn es dunkel wird, heißt dieses Lied. Danach, wie immer, ganz zum Schluss, das Auf Wiedersehen-Lied. Ja, und ich freue mich darauf. Jetzt geht es los. Das Begrüßungslied. Hallo, hallo, ich bin der Jürgen. Guten Tag. Sagt ihr mir vielleicht auch mal guten Tag? Und ihr kennt das ja schon. Jetzt sagt ihr mit mir zusammen zu mir gleich mal guten Tag, Jürgen. Und zwar auf 3. 1. 2. 3. Guten Tag, Jürgen. Wow. Bang. Das habt ihr aber wieder toll gesagt. Ganz, ganz, ganz prima. Ich bedanke mich und freue mich. Ich freue mich, dass ihr da seid, liebe Kinder und liebe Erwachsene. Schon wird erstmal in die Hände geklatscht. Seid ihr soweit, jetzt mit der Runde geklatscht. Auf geht's! 1, 2, 3. La 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 la. Ein richtiger Klatschsturm kam hier bei mir an. Oh, und die Ohrenstöpsel sind mir auch was aus den Ohren gefallen. Ach, okay, also nach dem Klatschen. Alle jetzt mal aufstehen. Alle Popos erheben sich. Jetzt wird eine Runde gehüpft. Seid ihr soweit? Und losgehüpft. Und... Einmal um die ganze Welt. Ich hab's genau gesehen. Klasse. So, jetzt könnt ihr euch ein bisschen entspannt zurücklehnen, hinsetzen aufs Kissen oder in den Sessel oder mit Oma und Opa kuscheln. Denn jetzt kommt ein ganz, ganz, ganz tolles Lied. Das heißt, ich bin der Baum vor deinem Haus. Ist von Margarete Jehn und ja, beschreibt einen Baum, der so alles um ihn rum mitbekommt. Das Lied stammt noch aus einer Zeit, wo in den Städten viel betoniert wurde und auf die Bäume nicht so Rücksicht genommen wurde. Und davon singt der Baum auch in diesem Lied. Okay, also es geht los. Ich bin der Baum vor deinem Haus. Ich bin der Baum vor deinem Haus. Weit strecke ich meine Zweige aus. Ich sehe dich morgens früh aufstehen und abends in die Federn gehen. Wenn du vorbeigehst, grüß mich mal und
Gießkanne in die Hand nehmen, ne? So, und die Bäume ein bisschen gießen. Genau, das könnt ihr tun. Ich kenne alle, die hier sind. Die Frauen, die Männer, jedes Kind. Hör, wie ihr weint, hör, wie ihr lacht. Kriegt mit, wenn ihr euch Sorgen macht. Sorgen nicht zu knapp. Man gräbt mir hier das Wasser ab. Kipp mit Beton den Boden voll. Sag mich, wer ich noch wachsen soll. Wenn du vorbeigehst, grüß mich mal. Und wenn es trocken ist, gieß mich mal. Tu das mal für mich. Tu das mal für mich. Die Bäume weit und breit, die haben eine schwere Zeit. Ich sehe, auch dir geht's nicht so gut. Mach es wie ich, behalt den Mut. Wenn du vorbeigehst, grüß mich mal. Und wenn es trocken ist, gieß mich mal. Tu das mal für mich. Tu das mal für mich. Sieh doch mal zum Fenster raus. Ich bin der Baum vor deinem Haus. Wenn du mich nicht alleine lässt, halt ich mich an der Erde fest. Wenn du vorbeigehst, grüß mich mal. Und wenn es trocken ist, dann gieß mich mal. Tu das mal für mich. Tu das mal für mich. Bitte tu das mal für mich. Tu das mal für mich. Ja, ein sehr schönes Lied mit einem ganz, ganz, ganz tollen Inhalt im Text. Ja, jetzt komme ich zur Buchvorstellung für heute. Tja, was ist das für ein klitzekleines, tolles Buch? Dieses Buch haben schon Oma und Opa früher in der Schule höchstwahrscheinlich benutzt und Mama und Papa und höchstwahrscheinlich auch noch Uroma und Uropa. Es ist ein Buch, das es schon ganz lange gibt und dieses Buch heißt Die Mundorgel. Ja, so sieht sie aus. Die gibt es noch mal so klein und auch noch mal größer. Hier ist eine Version mit Noten drin. Ja, die gibt es halt auch ganz einfach nur ohne Noten, dann ist es halt etwas kleiner. Ich weiß nicht, es ist mittlerweile in ganz, ganz, ganz vielen Verlagen erschienen und das ist hier die Ausgabe von 2001 zu beziehen über den Mundorgelvertrieb, so steht es hier drin. Also ganz, ganz, ganz viele bekannte Lieder sind hier drin. Ich guck mal, ich blätter mal hier drin, was ich sehe hier alles so. Oh, where has all the flowers gone? Also, sag mir, wo die Blumen sind. Dann ist hier drinne, was sehe ich hier noch? Blüht mich was, Vater? Natürlich auch viele Sachen, die ich nicht kenne. Außerdem habe ich meine Brille nicht auf. Ich kann nicht so gut lesen ohne Brille, weil das hier so klein geschrieben ist. Tut mir leid. Aber auf jeden Fall ganz, ganz viele Volkskinderlieder, ganz viele Kinderlieder, die ihr kennt von What Shall We Do With the Drunken Sailor noch. Also englischsprachig und deutschsprachig. Ich hoffe, es gefällt euch. Die Mundorgel ist für jeden Haushalt und für jede Schule und für jeden Kindergarten einfach ein unentbehrliches Buch. Okay, das war die Mundorgel. Okay, geht doch auch einfach bei euch zu Hause in der Stadt in die Buchhandlung. Die können euch das bestimmt bestellen, das Buch. Alles klar. So, jetzt ich euch ein Bewegungslied, und zwar ein eigenes, das singe ich immer total gerne. Ich weiß nicht, ihr könnt euch die Melodie eigentlich auch aussuchen, ist jetzt nicht so ganz fest. Ich nehme immer so die Akkorde E und A und H7
Und ihr könnt euch ja irgendwas anderes aussuchen an Akkorden, was euch gerade leicht fällt. Der Text ist nur einfach entscheidend. Der Text heißt Rumrennen und es geht eigentlich auch um gar nichts anderes. Es geht nur darum, dass sich die Kinder mal so richtig auspowern. Ne? Die sind ja oft so hummelig im Moors. Ne? Die, wenn das Wetter so richtig blöd ist und man nicht so richtig raus kann, dann muss man sich ja irgendwie anders bewegen. Und dafür ist dieses Lied ganz genau richtig. Also, ich gehe jetzt mal los. Die erste Strophe heißt Rumrennen, so heißt auch das Lied, kennt ihr? Rumrennen, ne? Rumrennen im Kreis. Und alle Kinder, die jetzt da sind, die können jetzt mal losrennen. Und rumrennen. Hey, rumrennen. Wow, rumrennen. 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 Ey, aufpassen da. Immer in eine Richtung rennen. Sonst rennt man sich die Köpfe ein, ja? Rumrennen. Aber niemand rumrennen. Niemand rumrennen, das tut sonst weh. Ja, was kann man noch? Ja, man kann hüpfen. Ja, rumhüpfen. Hey, rumhüpfen. 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 Aber niemand rumhüpfen. Nein, niemand rumhüpfen. Mal alle hinlegen. Bitte alle hinlegen. Ja, legt ihr auf den Rücken. Okay, jetzt geht's los. Und rumliegen. 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 Einfach mal rumliegen. Einfach nur so rumliegen. Aber niemand rumliegen. Nee. So, jetzt liegt ihr so schön auf dem Rücken. Jetzt mal die Arme nach oben gestreckt und die Beine nach oben gestreckt und jetzt wird Fahrrad gefahren. Wisst ihr, was gemeint ist? Soll ich euch das mal zeigen? Pass auf. Stell mal den Stuhl weg. Also, auf dem Rücken legen, ne? Könnt ihr es noch sehen? Auf dem Rücken legen, so, ja? Dann die Beine nach oben und Fahrrad fahren. Hey! Hey! Fahrrad fahren! Fahrrad fahren! Fahrrad fahren! Fahrradfahren, 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 aber niemand rumfahren, niemand rumfahren. Und klingeling, klingeling, und natürlich die Lenker behandeln, ne? Ja, so schön. Ah, und jetzt könnt ihr wieder aufstehen. Opa oder Papa, ich kann ja gar nicht weiterspielen. Jetzt muss ich mich wieder hinsetzen, wieder in die Mitte, also nach Fahrradfahren. Kann dann ja kommen, umdrehen, 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 aber niemals umdrehen, niemals umdrehen. Ja, und vielleicht mal rumglotzen, rumglotzen, rumglotzen. Rumglotzen, oh, rumglotzen, rumglotzen, aber niemand umglotzen, nein, nein, das geht nicht. Ja, was gibt's noch? Hey, rumspringen, haha, rumspringen, oh, rumspringen, rumspringen, oh, rumspringen. Niemand umspringt. Hey, aufpassen da! Und dann gibt es noch, pass auf, rumschleichen. 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 Hey, psch, rumschleichen. Rumschleichen. Aber niemand umschleichen. Ganz wichtig, niemand umschleichen. Nein, nein. Ihr wollt noch mal rennen? Okay, rumrennen. Rumrennen, 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 oh, rumrennen, aber niemand rumrennen, niemand rumrennen.
könnt ihr natürlich noch tausend andere Bewegungen, die euch einfallen, so einbauen in das Lied. Und so kann das Lied bis zu einer Viertelstunde oder 20 Minuten dauern. Und dann haben sich aber auch so richtig alle voll ausgepowert. Ja, dann ist man froh, wenn man erstmal ein Glas Wasser trinken kann, ne? Genau. Gut, das war das Bewegungslied für heute. Rumrennen übrigens von mir selber. Und jetzt kommen wir zum Klassiker für heute. Nochmal ein Laternenlied. Es heißt Abends, wenn es dunkel wird. Und das ist ein wirklich tolles Lied, finde ich. Kennt zwar nicht jeder, aber richtig prima. Abends, wenn es dunkel wird und die Fledermaus schon schwirrt, ziehen wir mit Laternen aus in den Garten hinterm Haus und im Auf- und Niederfallen lassen wir das Licht. Klassiker für heute, das Laternenlied Abends, wenn es dunkel wird. Übrigens geschrieben von Heinrich Seidel, der hat den Text geschrieben und die Melodie stammt von Walter Twellmann. Ja, das war's schon wieder für heute. Ich bedanke mich ganz doll bei euch, dass ihr mir wieder zugeschaut habt und mitgesungen habt und mitgeklatscht und überhaupt mitgemacht habt. Ganz, ganz prima. Ich freue mich nächste Woche auf die Nummer 44. Und jetzt kommt noch das Auf Wiedersehen. Hey. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Mit euch war es heute wieder schön. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Mit euch war es heute wieder schön. Ja, hier mit euch zu hüpfen. Und hier mit euch zu drehen, dreht euch mal im Kreuz. Und hier mit euch zu winken, winki, winki, stinki. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.